In Rheine, sagt der Mann in der Regionalbahn. In Rheine. Und ich bin wirklich gespannt, was jetzt kommt. In Rheine. Und ich frage mich, wie viele Anläufe er noch brauchen wird. In Rheine. Und ich beschließe mitzuzählen. In Rheine. Sechsmal. In Rheine. Da ist überhaupt nichts los. Wenn du was erleben willst, fährst du nach Münster. Und wir saßen in der Regionalbahn nach Rheine. Und ich erwartete nichts. Aber dann, im Restaurant, ein Tisch weiter. Vater, Mutter, Kind. Mutter bestellt eine Pizza. Und das Kind will auf jeden Fall die Makaroni. Und der Vater sagt, aber die schaffst du doch sowieso nicht. Jetzt nimm doch einfach die Kinderspaghetti und dann bist du satt und nimmst sowieso die gleichen Nudeln. Kinder. Nein, ich will die Makaroni. Nein, du nimmst jetzt die Kinderspaghetti. Aber ich will die Makaroni. Nein, aber, okay, dann nimmst du eben die Makaroni, aber dann isst du diesen Teller auch aus. Die Kellnerin steht daneben und sagt, ich glaube, wir finden dafür eine Lösung. Nimmt also die Bestellung auf, die Pizza für die Mutter, die Macaroni für den Kleinen und Spaghetti Alio e Olio für den Vater. Die Kellnerin verschwindet, bringt die Getränke, verschwindet, kommt wieder, bringt die Pizza für die Mutter, bringt eine gut essbare Kinderportion Macaroni, verschwindet und kommt zurück mit einem riesigen Teller. Nein! Einem Tablet, nein. Einer Tafel, vollgetürmt mit Nudeln jeglicher Couleur. Schwankend läuft sie zwischen den verschiedenen Gästen vorbei und stellt dieses ganze Ding auf den Tisch ab und sagt, und jetzt alles aufessen, ja? Der Mann starrt für einen Moment auf dieses monströse Gebilde aus Nudeln. Dann bekommt er diesen entschlossenen Blick. Packt die Gabel und beginnt das Martyrium. Stunden später. Die meisten Gäste haben fertig gegessen, bestellen aber Getränke nach, damit sie das Hotel, das Restaurant nicht verlassen müssen. Schließen Betten ab, wie weit der Vater kommt. Mutter und Sohn haben schon lange keinen Kontakt mehr zu ihrem Familienoberhaupt. Der Mann selbst ist nur noch ein nudelverzehrender Schatten seiner selbst. Und er isst eine Nudel nach der anderen, aber der Berg wird einfach nicht kleiner. Irgendwann ist es 24 Uhr, das Lokal schließt normalerweise um 22 Uhr. Heute bleibt es offen. Die restlichen Tische haben eine Arena um die gebildet. Kamerateams und Journalisten von der Tageszeitung sind gekommen und interviewen Mutter und Sohn und die anderen Gäste und die Kellnerin. Und alle sind sich einig, dies ist das größte Ereignis in Rheine seit immer. Mittlerweile nur noch 5 Nudeln. Und die Menge zählt mit. 5, 4, 3, 2, 1. Der Vater steckt die letzte Nudel auf die Gabel, hebt sie hoch, schaut zur Kellnerin und sagt, die Dessertkarte bitte. Dann legt er die Gabel wieder ab und sieht zu seinem Jungen. Tut mir leid, ich schaff's nicht. Und dann steht er auf und geht wie ein Herr zur Toilette. Er wird lange dort bleiben. Es gibt sie noch, die wahren Helden. In Rheine essen sie Nudeln.